What's up, guys? Ich begrüße euch recht herzlich nochmal zu einer Runde Amnesia. Tja, gestern musste es leider ausfallen. Dafür gibt es heute einen Teil. Ja. Wir sind hier immer noch im Maschinenraum und versuchen, eine Maschine zu starten, dass der Aufzug geht, so wie ich das sehe. Und hoffen, dass wir hier alleine sind im Maschinenraum. Hast du was gesagt, Daniel? Voll lauter Gequatsche. Was ist das denn? Was ist das denn? Muss ich das kapieren? Das ist noch ein Sitz auf jeden Fall. July 1839. Today I went to the university looking for answers. I was able to sneak into Herbert's office and pick up an address book along with some relevant textbooks. Professor Taylor at the Faculty of History was very helpful, and I managed to approach the subject of the orbs. The most interesting aspect was the prevalent trace they had left in our culture. The mythic orbs may, in fact, have inspired the Globus Crucifer, which so many royal regalia holds to this day. In ancient times, the orbs were held by priests as a symbol of the sun and its power. As I was leaving, I overheard a disturbing conversation. Sir William Smith, the geologist, was killed last night. Less than a fortnight had passed since I'd asked for his expertise. I know it's silly, but I can't help feeling responsible somehow. Yeah. Oh, yeah. Interessant. Was ich noch sagen wollte. Ich spiele hier wieder in stockfinsteren Raum, wie ihr sehen könnt. Yeah. Das ist vielleicht was gruseliger. Uhuhu. Da hinten ist nix. Nee, oder? Nur ducken und weiter geht's. Jetzt gehen wir mal hier runter. Ich habe ein Geräusch gehört. Soll ich jetzt Angst haben? Oh, ouch. Das war mein Schädel. Ich mach mal zu. Schon wieder was. Nö. Zahnrad, muss ich mir mal merken. Brauchen wir vielleicht noch? Was ist das denn? Memo-Maschinenausstattung. Es sind nur noch zwei Stäbe für die Aufzugsmaschinen übrig. Entferne nur diejenigen, die stark beschädigt sind, und lass die anderen in den inneren Studierzimmer für den Fall, dass wieder alle drei brechen. Da steht ja schon wieder inneren Studierzimmer, aber ich habe da nichts gefunden. Na super. Noch eine Notiz. 14. July 1839. I've read every book I can find on the subject. While rich in legend and hearsay, my knowledge is lack for the insight I crave. I've sent letters to many in Herbert's address book and received answers of varying importance. Today, I got one which differed greatly from the others. From a baron in Prussia, he said nothing about the quaint stories of priests in underground temples. He didn't even mention them. He simply wrote, "I know. I can protect you. Come to Brennenburg Castle." Signed, Alexander. What am I to make of this? Protect me from what? Is someone after me? I looked up Brennenburg and traced it to the Prussian woods near the Baltic Sea. While being the least informative letter I've received, it causes me greatest distress and interest. As I write, my thoughts are drawn to my nightmares, in which a most disturbing sound calls to me. A sound defying description. A voice from the void. The last few weeks have been awful, with so many sleepless nights dreading a repeat of those horrid dreams. Tomorrow, I shall visit my physician, Dr. Tate, in hope that he can provide me with sedatives to help me sleep. Ja, ja, schützen. Eher noch schlimmer machen alles. Hier sind Stäbe. Aus Holz und Metall. Ich hab nur zwei. Und ich weiß noch nicht mal, in welche Form was passt. Naja, ich lass das mal.
bevor ich nicht weiter weiß. Das war eigentlich unnötig. Ich sollte mir lieber die Sachen aufsparen. Hier ist es ja noch relativ hell. Jetzt kommen bestimmt noch wieder dunklere Ecken. Wow. Da war wieder ein schönes Geräusch. Noch eine Notiz. 17. July 1839. How has this escaped me? They're all dead. Limbs scattered, heads split down the middle, their skin flayed as if boiled. I feel like I'm falling into myself. What's happening? Sir William Smith, Professor Taylor, now Dr. Tate. Is it following me? How can it not be? It's the damn thing I brought from Africa. Something is after me. I have no choice but to trust the Baron. He better know what he claims. If he is wrong, I suspect he'll regret it as well. Oh. Na, ob ihr das... Was ist das denn? Oh, an der Maschine muss noch gearbeitet werden, bis sie funktioniert. Oh, was ist das denn? Ist nicht so ein Brenner, das man anzünden kann. Brenner anzünden. Bahnhof. Da ist noch so ein Rad. Alter. Daniel, was ist denn los? Hier ist doch gar nichts. Hier habe ich ja noch nicht mal Angst. Ist doch alles hell hier. Ah. Sonderbüchse. Eine Schaufel. Oh. Was geht ab? Öl. Das gibt immer sehr viel, muss man schon sagen. Hm? Ein bisschen drehen. Ich schaufel mal ein bisschen. Gar nicht so einfach. Bringt das irgendwas? Ich habe keine Ahnung. Mann, ist hier irgendwas zum Beleuchten? Ich muss mal was sehen, sonst gehört das nichts. Ich meine, hier ist Kohle und das könnte man auch verbrennen, doch. Eigentlich, wenn ich nur wüsste, wie der Scheiß hier funktioniert. Ob das überhaupt... Ah! Da ist ein loser Steinbrocken. Kann man das nehmen? Boah. Schwierig. Ich hab's doch gleich. Oh. Was war das denn? Oh, leck. Ich stelle mich gerade hier blöd dran, oder? Oh. Puh. Oh. Also das hätten sie besser machen können. Hä? Was bewegt die sich denn komisch? Ah! Oder man nimmt es einfach so. Nö, ja, sorry. Kann man das jetzt verbrennen? Oh. Mehr Kohle. Kannst du haben, Junge. Junge, das ist ein Brenner. Mehr Kohle.
Oder muss man alles auf einmal verbrennen? Brenne ist jetzt voller Kohle. Nice. Das bleibt. Ja, das schließt man mal. Damit es realistisch bleibt. So, was ist mit diesem Rad hier? Das ist doch. Keine Ahnung. What? Ich hab's nur losgelassen. Wie magnetisch hier dran gegangen. Okay. Da war doch irgendwo noch ein Zahnrad, sowas. Da ist es doch. Zack. Passt nicht in. Ah! Oh, drei brauche ich. Verdammt. Muss noch irgendwo eins sein. Ah, das ist mal ein nettes Rätsel und schön ruhig hier. Irgendwie verspiele ich hier keinerlei Angst mal. Irgendwo war doch noch was. Oder? Da war nur das. Das muss. Hat bestimmt irgendwas mit den Stäben zu tun, wo ich zum zweimal von hab. Irgendwo habe ich doch hier noch eins gesehen. Dachte ich. Oh, Mann. Normal merke ich mir doch sowas. Ah, das ist zumindest mal Zünderbüchse. Das brauchen wir bestimmt noch. Nee. Ich will da hin. Nee. Hä? Na, geht doch. Ich habe keine Ahnung, was das bringt. Irgendwo war doch hier noch eine. Alter. Wo war die nochmal? Oder war das Tier die schon? Und ich habe gar keine sonst mehr gesehen bis jetzt. Ah, stimmt. Zack. Geht wahrscheinlich immer noch nicht. Bis sie funktioniert. Hiha. Das lassen wir mal brennen. Das ist jetzt eine gute Frage, nächste Frage. Strom. Wie gesagt, schwettet 4-Phasen-Amplitude. Trinity Dampfstab. Trinity ist das nicht was. Hier schon wieder alles rum. 4 Phasen. 4. Da fehlt ja jetzt eigentlich noch eins. Kann ich wieder abnehmen, was? Ich habe nur keine Ahnung. Den. Ich habe den ja nicht gefunden bis jetzt. Und was ist das denn? Druck? Ja.
Muss ich das verstehen? Nee. Irgendwelche komischen Zeichen. 3, 3, 5, 1, 2, 4. Ja, aber... nach welchem Prinzip muss man das machen, verdammt? Hab ich irgendwas... Alter, ich stehe gerade. Ich finde heraus, wie man den Mond startet, der den Aufzug in Gang setzt. Ja. Ich brauche Hilfe. Da steht inneren Studierzimmer, da habe ich aber nichts gesehen. Das ist ja alles nix. Da steht Tagebücher. Tagebücher bringt das was, aber ich weiß nicht, was man da einstellen muss hier beim Druck. Alter, ich stehe gerade voll auf dem Schlauch. Na, es kommt davon, hab jetzt lange Pause zwischendrin gehabt und jetzt kapiere ich nichts mehr. Welchen Druck muss man da machen? Ich brauche irgendeinen Hinweis, verdammt. Irgendein Hinweis, Jungs. Mann. Das brennt immer noch. Erstmal, dass ich keine Idee habe, wie das hier gehen soll. Ja, muss noch gearbeitet werden, ist mir klar. Ja, der Druck muss ich auf jeden Fall noch einstellen. Und ich frage mich, ob es hier irgendwo noch einen dritten Stab gibt. Den ich übersehen habe, verdammt. Ah, da ist auf jeden Fall mal noch was drin. Toll, Bücher kann man hochnehmen, aber nicht lesen. Ich will mich hier schlau lesen, verdammt. Oh je. Das wird, glaube ich, jetzt nix mehr. Oh je, oh je, oh je, oh je. Ich könnte jetzt irgendwas einstellen, aber was bringt das? Tja. Tja, 2-2. Das bringt es doch nicht. Hey. Ich verstehe das echt nicht. Was da? 1. 3. Hey. 1. 2. Keine Ahnung. 3. 4. 5. Keine Ahnung. Und dann nochmal? Nee. Hä? Wie zum Teufel funktioniert das? Alter, ich stehe auf dem Schlauch. Erklärt mir das jemand? Ja.
irgendwelche Notizen. Was war das gerade? Habt ihr das auch gehört? Alter, ich stehe so auf dem Schlauch. Das gibt's nicht. Wow. Ja. Das war's eigentlich auch schon. Ich habe jetzt einen ganzen Part verplempert, da irgendwie was rauszukriegen. Ich weiß nicht, ob man jetzt einen dritten Stab braucht. Weiß nicht, wie man Druck einstellt. Ich muss da, glaube ich, nochmal drüber grübeln und ausprobieren. Aber auf der anderen Aufnahme, ich meine, neben der Aufnahme halt. Bevor ich nochmal aufnehme, meinen Verfahren bringe, ja. Das war's irgendwie nicht. Also, ich werde mal weiter rumprobieren und notfalls auch schlau machen, weil irgendwie müssen wir das mal hier an Rätsel scheitern und nicht das Spiel weiter durchkriegen. Das kann ja nicht sein. Also, wir sehen uns im nächsten Part. Bis dann, Leute. Tschüssi.